Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Grow Projekt. Schön, dass ihr mit einschaltet, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind fleißig dabei, unsere Mission, die Next Mission, die wir gekriegt haben, fertig zu machen. Das ist in dem Fall, ja, was soll ich sagen, immer noch dieses Feldflügen. Ich komme noch nicht so recht mit dem VCA klar, muss ich ehrlich gestehen, weil irgendwie hat die Maschine aber auch nur ein... Ja, das macht keinen Sinn hier mit dem VCA irgendwie. Huch. 1,2 Meter hat sie nur anstatt 2,4. Passt das jetzt? Jetzt könnte es passen, ne? Hammer? Hallo, ich bin hier mit einer Konferenz. Der Hannes Hammerschiel und der Bernd Amter hier. Grüße. Ja. Hallo. Wir haben Fragen. Ja. Was sagen Sie denn zu den Korruptionsverfahren? Ne, das war was anderes. Moment. Wir haben gesehen, wir haben jetzt noch einen Punkt frei, den wir belegen könnten. Wir haben da jetzt aber eine strategische Entscheidung zu fällen und deswegen brauchen wir einen Rat eines guten Mannes, deswegen sind wir zu Ihnen gekommen. ja, okay. Haben wir Möglichkeiten, alte Geräte, schrägstrich Schlepper, gegen EP einzutauschen? Schwierig. Aber schwierig heißt nicht unmöglich. Haben Sie Geduld? Was aber? Haben Sie Geduld? Ich habe sehr viel Geduld, wenn das Richtige für mich rauskommt. Okay. Ich habe auch viel Geduld. Ja, vielleicht sollten wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Gute Idee. Klingt super. Das haben Sie denn vor, sagen wir mal so. Ja, die Entscheidung, die uns jetzt auf dem Tisch liegt, heißt einfach, wir wollen jetzt nicht noch einen Traktor am Hofstehen haben. Wir haben den MB-Trakt, wir haben den 700er Fendt und wir haben den 515er plus den Reform. Wir haben vier Fahrzeuge am Hof. Plus den Drescher, den wir haben. Wir haben fünf Fahrzeuge für zwei Leute. Da macht es für uns in unseren Augen wenig Sinn, jetzt noch einen weiteren Schlepper zu holen. Natürlich würde er der mehr PS haben. Das sehen wir natürlich auch ein. Traktor Kategorie 2 bis 250 PS. Die Problematik ist aber, wir haben nicht genug Platz dafür, alle Fahrzeuge unterzustellen. Ja. Jetzt wäre die Frage, ist es möglich, dass wir vielleicht einen Traktor eintauschen können und uns vielleicht entweder dadurch EP verdienen können oder wir sagen, wir bekommen vielleicht eine PS-Klasse mehr für die zwei, anstatt die 250, wenn wir ein neues Gerät holen. Das liegt jetzt in Ihrer Gewalt, wie wir da vorgehen. In meiner Gewalt, okay. Also fühlen Sie sich unter Druck gesetzt, aber es hängt viel von Ihnen ab. Ich sag mal, spielen wir kleine Händler gerne. Nee, Sie sind eigentlich ein großer. Machen Sie sich nicht kleiner, wie Sie sind. Dafür nie zieht sie. Versuch's. Die Frage ist, ob es sich auszahlt. Aber ist schon nicht. Müsste die Entscheidung jetzt direkt haben? Nein, Sie haben auch 2 Minuten Zeit dafür. Ja, danke. Bitte. Sie sollten Ihre Arbeit verrichten, da können wir gerne drüber reden. Deswegen, wir sind am Handy in der Freisprecheinrichtung nebenbei dabei. Wir geben hier Vollgas. Ist ja lustig. Deswegen haben wir auch so nebenbei ein bisschen Zeit. Wir fahren ja mit hier Bahn hoch, Bahn runter. Und deswegen haben wir nebenbei Zeit, uns ein bisschen Gedanken zu machen, wie es denn weitergehen soll am Hof. Wir wollen natürlich auch vorankommen. Mhm. Wir sollten schon ein bisschen Geduld mitbringen. Ich bringe wirklich Geduld mit. Soll ich einfach nochmal anrufen später? Ja, so in 1, 2, 3 Wochen. Ja. Das ist schwierig. Du musst es echt heute haben. Naja, also die Info ist mir egal. Wir wollen nur Gewissheit. Also wenn Sie uns sagen können, das wird irgendwie klappen, dann wissen wir damit umzugehen. Wenn Sie sagen, wir haben da überhaupt keine Chance zu, dann müssen wir einen anderen Weg anschlagen, den wir aber auch wieder beraten müssen. Wir sind ja keine Schnellschießer wie andere Höfe. Ne? Wir müssen das ja wirklich bedacht und mit viel Gedankengang auch für zukünftige Arbeiten investieren, den Punkt. Genau, und dann würde ich mal sagen, haben Sie ein bisschen Geduld mit dieser Entscheidung. Damit. Okay. Ja. Dann lassen wir es dabei. Mehr kann ich gerade nicht sagen, außer haben Sie Geduld. Okay, ich habe noch eine andere Frage. Ja. Sie sind ja hier der bekannte und beliebte Händler im Dorf. Sie haben doch bestimmt... Weiß ich nicht, aber bekannt ja. Ich habe nur Gutes von Ihnen gehört. Das ist schön.
Haben Sie vielleicht Kontakte an irgendwelche Landwirte, die vielleicht ein bisschen Roggen brauchen? Wir hätten Roggen abzugeben. Wie viel denn? So circa 20.000 Liter. Alles, was drüber ist, können Sie als Geschenk betrachten. Boah. Da müssen Unternehmer fragen. Ja, Sie sind doch Unternehmer. Der Händler. Ja, aber Unternehmer. Oder machen Sie das in die private Kasse? Nein, ich... Also, Cash in die Tasche, so? Nee? Erntegut kümmere ich mich ja nicht. Achso. Ja, aber wie gesagt, Sie kennen ja so viele und man hält auch mal so ein kleines Pläuschen am Händler, habe ich das Gefühl. Deswegen, vielleicht haben Sie den einen oder anderen Kummerlandwirt mal gehabt, wo Sie sagen, ich kann meine Tiere nicht mehr füttern, ich habe keinen Roggen mehr. Weißt du denn nicht was? Und deswegen... Also ich könnte Sie jetzt an einen Unternehmer, den Tür hier verweisen. Ja, wie heißt denn der? Ja, das ist der Herr Wagner. Herr Wagner, haben Sie eine Nummer von dem zufällig? Ja. Die schicke ich Ihnen per SMS, wenn es okay ist. Oh, das wäre ganz super. Alles klar, dann haben Sie mir schon sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob er erreichbar ist. Kann sein, dass der jetzt gerade jetzt Pause macht und zu Feierabend ist. Ist egal, ich habe drei Handys mit, ich lasse eins laufen. Kein Problem. Gut, ich werde Ihnen Bescheid geben, sobald ich ihn erwische und dann können Sie schon mit ihm zusammensetzen. Super. Herzlichen Dank für die Zeit. Super. Sehr vielen gerne. Dank. Tschüss. Tschüss. Wiederhören. Ja, schwieriges Döschen-Höschen. Aber ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht möglich ist. Sämtliches Erntegut und auch alte Maschinen, weil du wirst ja immer größer, das halt irgendwie für EP weiterzugeben. Das wäre, also würde für mich halt Sinn ergeben, wenn das halt in der Art und Weise laufen würde. Alles andere würde ja irgendwie... Also es wäre halt eine Möglichkeit, auch EP generieren. Du musst ja dafür keine 1000 EP kriegen oder so. Aber, oder? Was sagt ihr dazu? Deswegen haben wir die Frage jetzt an den Händler weitergegeben. Der Händler wird das jetzt schon abklären, ob er Maschinen gegen GP in Zahlung nehmen darf. So, ne? Also klar, man könnte jetzt auch direkt zu der Hohen Kammer laufen, aber ich finde es halt auf diesen Händler-RP-Weg eigentlich smarter und schöner. Weil am Ende des Tages wird das dann halt jeder machen. Denke ich mal, weil du brauchst diese tausende Maschinen halt einfach nicht. Und wir wissen alle, dass sowas auch immer sehr gerne Performance frisst. Und das ist ja immer so eine Geschichte, ne? Je mehr Maschinen unterwegs sind, je mehr Leute unterwegs sind, alles Performance-Fresser. Und da würde ich es halt auch schon... sehr smart finden, wenn man dagegen halt auch irgendwie agieren könnte, indem man einfach sagt, so, ey, pass auf, ich brauche diese drei Schlepper nicht, weil wir haben jetzt zwei PS-starke Schlepper. Lass uns sie gegen EP-XY eintauschen. Und wenn die EP halt nur, keine Ahnung, was weiß ich, setzt einen Kurs von 300 fest oder so. Mein Gott. Aber jetzt, wo ich die Breite von dem Flug eingestellt habe auf 1,2 und nicht 2,4, keine Ahnung, wieder auf 2,4 kam, geht's. Funktioniert. Bernd! Hier bei der Arbeit. Fährt eine freie Hand? Ja, natürlich, siehst du nicht?
Nö. Ich fahre hier Tönen automatisiert. Ja, ich auch. Was? Ja, Freihand heißt ja, ich habe die Hände frei, das habe ich. Ach so, ja, super. Ne, also, Platte. Ich habe so ein, zwei Problemchen, so so Maulwurfhügel, die habe ich ein bisschen ausgelassen, da muss ich nochmal drüber gleich. Okay, super. Ja, ich habe irgendwie, habe ich die falsche Einstellung hier bei mir in meinem PT eingegeben, also. Ehrlich? Jetzt geht wieder. Was machen wir denn jetzt, Hannes? Das war ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, aber er hat dir jetzt auch kein klares Nein gesagt, ne? Das ist richtig. Wollen wir denn einfach sparen? Das ist ein Wort, das ich nicht kenne, aber... Haben wir also ich dachte mal so. Druck haben wir jetzt ja aktuell nicht. Ja, weil solange wir hier eine Beschäftigung haben, bräuchten wir ja jetzt nicht den nächsten Tritt von vorausplanen. Richtig, genau so ist es. So, ne? Dann warten wir einfach. Und wenn Anton jetzt sagt, so, ja, ich hab nichts mehr für euch, ja, dann können wir immer noch sagen, okay, Anton, wir lieben dann auch. Dann hat er erstmal deine Saatmaschine für uns parat, oder? Ja. Weil er will ja auch das Stroh haben. Er will das Stroh haben. Und da uns Geld ja egal ist, wir sind ja so Millionäre, müssen wir uns das auf andere Wege finden. Und wir können ja immer noch den Wagner versuchen anzurufen. Den Wagner müssen wir anrufen und wir müssen aufhören, die Anhänger zu klauen. Das ist kein guter Ruf für uns. Ich hab halt einen Anhänger fädet, was soll ich machen? Ja, weiß ich nicht, kaufst du Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger sind aber nicht so dünn. Achso, naja. Du weißt gar nicht, wie das ist, wenn man auf irgendwas steht, ha? Doch, 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 doch. Ja, ja, ja. Ja? Ich hab nicht das Gefühl, dass du das weißt. Doch, Hannes, ich hab da, ne? Schlaflose Nächte habe ich, sag ich dir. Bei was bist du denn schlaflos? Also ich kann nicht gut schlafen, wenn ich keinen Fan 1050 in der Garage stehen habe. Ein Fan 1050? Ja, der muss in der Garage stehen, sonst kann ich nicht durchschlafen. Ja, dann wissen wir ja, wofür wir jetzt den nächsten Point brauchen. Ja, natürlich. Hallo? Ein Fan 1050. Ja, mindestens. Das hört sich nach Werner an, das ist auch Werner. Hallo Skywoman, herzlich willkommen. Pyron übrigens, Dankeschön auch für dein Follow, herzlich willkommen. So, jetzt kommen wir uns ins Gehege gleich. Nee, wir sind unterschiedlich schnell unterwegs. Er muss da drüben auch noch was nachkorrigieren. Theoretisch könnte er damit auch gleich anfangen, wenn das hier zu eng wird. Aber das wird er... So schlau schätze ich ihn ein, auch alleine merken. Dass wir uns ja nicht gegenseitig über den Haufen fahren. Guck mal, er fängt schon an, da drüben nachzu... Ach, da drüben hat er so noch was stehen lassen. So. Zu zweit geht es halt relativ flott, so ein Feld dann mal zu pflügen, ne? Alleine hätte ich hier eine Krise gekriegt, ey. Der Mirko hier, einen wunderschönen guten Tag auch. Hallo, guten Tag, Amter Bernd, Amter mein Name, grüß Sie. Grüße, moin. Ich habe Ihre Telefonnummer vom örtlichen Händler bekommen. Mit ja. Den besten Empfehlungen.
Oh, das hört sich immer gut an. Wir haben aktuell gerade von unserem Feld frischen Roggen geerntet. Und haben tatsächlich, aber das Feld war so ertragsreich, dass wir viel zu viel geerntet haben. Jetzt wäre die Frage, hätten Sie vielleicht Interesse, uns ein bisschen Roggen abzunehmen? Selbstverständlich, das würde ich wohl tun. An wie viel hätten Sie denn Interesse? Ich nehme alles immer. Also ich habe große Kapazitäten, großes Fuhrunternehmen und so alles, was ich weit exportiere. Ich nehme immer alles gerne entgegen. Ja, dann bringe ich Ihnen gerne alles vorbei. Wofür finden Sie sich ungefähr im Dorf? Ich bin gerade am Umstrukturieren. Immer gut. Sodass ich noch keinen genauen Lagerort für mein Material habe. Wir sind dabei, dass wir das zeitnah fertig kriegen. Okay, ich habe Ihre Telefonnummer, die ja scheinbar auch funktioniert. Von dem her würde ich mich einfach nochmal melden, die Tage oder die nächste Woche. Ist ja nicht so schlimm. Ja, genau. Und dann können wir ja was anderes machen. Ja, ich schätze, dann habe ich alles umstrukturiert, dass ich dann irgendwo was gelagert kriege, dass ich das habe. Vom Preis her sind wir tatsächlich nicht so, wir sind nicht kommerziell aufgestellt, ne? Wir wollen jetzt keine riesen Gage dafür haben. Die Frage wäre nur, wir arbeiten immer nach dem Prinzip, Landwirte müssen zusammenhalten, wir helfen miteinander zueinander. Und da wäre die Frage, ob Sie uns vielleicht für den Roggen einfach ein paar Geräte auf Zeit leihen können. Ah, das kann ich so ein wenig, weil meine auch immer viel unterwegs sind. Aber das Einzige, was ich Ihnen immer so anbieten kann, sind immer so XPs sind das so. XPs wäre meine zweite Antwort gewesen oder meine zweite Frage gewesen. Ich wollte nicht unhöflich sein, deswegen. Ne? aber XPs können wir natürlich nehmen, wir gerne und reichlich. Ja, also das kriegen Sie dann, also je nach der Menge und was die Marge gerade bringt, gibt es dann XPs von mir verteilt. Okay, das klingt fair. Haben Sie da auch eine Tabelle für sich selber, wo Sie sagen, so viel gibt, so viel XP? Da sind wir noch gerade am Ausarbeiten. Perfekt. Das haben wir zum nächsten Mal, haben wir das dann eigentlich. Sollten wenn wir Sie da mal haben. Hilfe brauchen, bin ich gerne bereit, Ihnen da zu helfen. Ist gar kein Problem. Das glaube ich wohl. Wir können natürlich für jeden Hof eine Liste machen. Ich bin da gerne bereit, auch Vorlagen zu liefern. Ihr Hof war jetzt Seitenstecher, ne? Genau. Wir sind dann ganz unten in der Liste, ne? Wir sind ganz unten in der Liste, weil wir nichts davon halten, immer in erster Position zu stehen. Wir rücken uns nicht wie andere ins Rampenlicht. Achso, ja, das ist lobenswert. Also dann die wenigsten Punkte dafür sich selber zu nehmen, ist lobenswert. Ja, so denke ich das. Was? Ja, nee, klar, bleiben wir so. Gut, ich melde mich die Tage nochmal. Ja, das hört sich sehr gut an. Dankeschön, Herr Wagner. Alles schönen Tag gewünscht. Tschüss. Jo, tschüss. Ich kann das alles nicht mehr, ey. Ich kann das einfach alles nicht mehr. Das einfach alles nicht mehr. Ich kann das alles einfach nicht mehr. Er macht mich fertig, der Typ. Er macht mich einfach fertig. Macht mich einfach fertig. Die Art und Weise ist einfach zu geil manchmal. Aber es macht so viel Spaß. Ohne Witz. Ich bin so froh, dass wir das Team hier zusammen bilden. Es ist einfach zu geil.
Doch, gucken Sie, da hinten steht er. Ich komme mir gerade vor wie bei Dirty Dancing. Ich habe eine Lohne getragen, nicht eine Flug getragen. Sollen wir die Figur machen? Ja, bitte. Können Sie mich heben? Ja, kann ich gern machen. Warten Sie, wir müssen das aber spektakulär machen. Ja, ich will auf der gerade Fläche, ja, so. Nicht zu schnell, weil sonst kippen Sie über, okay? Okay, alles klar. Okay, kann losgehen. 3, 2, 1. Ja, fast geklappt. Das müssen wir nochmal üben, Hermann, aber das ja, war, ich habe gesehen, Sie haben einen guten Schritt dafür. Ja, also ich glaube, das Potenzial da, denke ich. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Wir haben auch einen Anhänger noch gehabt. Nein. Den haben wir gefunden. Den haben wir nämlich einen Nachbar geliehen. Der hat nämlich Äpfel damit transportiert. Wir haben ihn aber gewaschen und wir haben auch den Luftdruck überprüft, alle 4 Reifen. Das er ist wieder Ihr Eigentum. Ich habe ihn schon vermisst. Irgendwas war. Ja, ja. Den müssen Sie sich auch gut aufbehalten, wenn ich Ihnen den Tipp geben darf. Ja. Ist keine gute Nachricht. Die Firma Reich ist pleite gegangen. Nein. Ja, wirklich? Also den müssen Sie behalten, weil das ist einer der letzten, den die Firma Reich produziert hat im letzten Jahr. Der ist ja aus Wert irgendwann war. Der ist richtig was wert. Also packen Sie den richtig weit hinten in die Halle rein und schmieren Sie ihn richtig gut ab, weil der könnte mal ein bisschen eine kleine Vermögen wert werden. Ja, dann wird jetzt eingewachst, quasi einbalsamiert und dann eingelagert. Würde ich genau so machen. Ja, gut. Danke für den Tipp. Ja, bitte. Gerne. Hallo Hannes. Hallo. Wir haben ja das jetzt gemacht mit der Flugangst, ne? Ich habe meine Flugangst bei dir überwunden, Herr Hammer. Nein, wirklich? Ja, bin jetzt geheilt. Das gefällt mir, das freut mich. Ja, mich erst. Ein Traum. Träumchen. Ja. So wir tun alles gegen deine Ängste. So schnell kann es gehen. Jetzt hängen wir hier. Jetzt stehen wir hier und fragen uns, wie geht das weiter hier? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, ne? Ja. Wir haben doch mal einen Ansprechpartner, oder nicht, hier im Endeffekt auch. Ja, wir haben mehrere. Wir wechseln immer so ein bisschen. Ach so. Ja. Ja, Sie haben doch einen Grundansprechpartner, oder nicht? Den Anton. Der ist ein guter. Ja, sehen Sie mal. Dann gehen wir zum Anton. Ja, das ist eine super Idee. Okay. Wir sehen uns eh gleich wieder. Machen wir uns nichts vor. Wir müssen eh gleich wieder zu Ihnen kommen. Irgendwas weiß holen. Weiß ich nicht. Ah, ich glaube schon. Ja, ich habe das schon am Lächeln rausgehört, dass wir uns gleich wiedersehen werden, Herr Hammer. Okay, kommen Sie wetten. Was kriege ich denn dafür? Wenn wir uns gleich wiedersehen? Ja. Ein Euro. Dann bin ich einen Tag bei Ihnen und wasche alle Maschinen. Okay, wenn wir uns nicht wiedersehen? Wenn wir uns nicht wiedersehen... Kriegen wir von Ihnen eine Dartmaschine. Eine Dartmaschine? Dartmaschine für 2 Stunden. Glaube nicht. Ach, kommen Sie! Jetzt hat er dich verraten! Doch. Okay, nicht so schlimm, Herr Hammer. Ich trotzdem einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Dann gleichfalls. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ach, da lässt sich aber nichts ein. Hannes? Hm? Wo hast du den Flug hingepackt? Ja, den hier vorne. Oh. Da, im Gebiet, bei Auffahrt. Warum bist du so? Wieso? Wir werden gleich wieder einen Anruf bekommen, dass der Flug gemobst ist. Aber ich nicht noch David wird jetzt immer alle Geräte abgedellt, die wieder zurückkommen sollten. So, wo ist er denn jetzt hier? Das ist Pilatus. Ja, der Frank hier. Hallo Frank, ich wollte immer. Hat er eine Rufleitung drin, der Anton? Der fährt gerade vor mir. Wir haben ein wenig Funkloch immer wieder. Achso, wir haben unsere Flugangst überwunden. Jawohl. Haben das Gerät auch schon wieder zum Händler zurückgebracht. Haben mit deinem Hammer noch eine Wette laufen und würden gerne die nächste Wette annehmen. Jawohl. Aber ich habe
Anton mal in die Leitung mit rein. Anton? Ja? Hallo Anton! Ah, wir sind fertig mit dem Flügen. Wir sind fertig. Ihr seid fertig? Fertig? Oh. Machst du nicht über meinen Dialekt lustig? Nee, würde ich nicht machen. Ja, willst du auch mal. Nee, schön. Freut mich. Was? Du hast einen Dialekt? Jetzt kommt der Klammer kommt runter mit dazu. Immer und gibt nur im Doppelpack. Oh, ich sehe gerade, die Schränke sind da. Auch noch. Ja, besorgt euch gemeinsam eure Schränke vom Schreiner und bringt sie zu eurem Hof. Ladet sie mit eurem eigenen Maschinen auf. Ja, Frontlader müsstet ihr ja haben, ne? Ja, der Hannes ist ja schon fast da. Ich mach mich doch auf den Weg. Warum frage ich eigentlich? Ja, wir sind schon eigentlich schon fast da. Gut, wir machen uns los. Ja, macht euch in die Spur. Ja. Ne? Tschüssi. Ja, ciao. Alles. Bernd. Wie viele Schränke brauchen wir denn? Zwei. Wo steht denn das? Da sind zwei drauf, keine Ahnung. Aber können wir nicht mehr mitnehmen? Wollen wir? Ja, mach voll die Hütte. Wir haben große Schlafzimmer. Was hältst du davon, wenn ich die anderen einfach verdecke? Ja, mach sie mal irgendwie, weiß ich nicht. Mach sie nochmal in die Presse rein oder so. Verdeck die einfach. Verdeck die mal, ne? Einen nehme ich mit dem Frontlader mit, kein Problem. Zwei kriegen wir bei dir eh nicht drauf, oder? Naja, in die Höhe halt, ne? Also. So hoch kriege ich meinen Arm nicht. Hast du einen kleinen? Der hätte gut. Und der Arm? Der ist zu lang. Okay. Ja, dann fahre ich schon mal los, ne, Hannes? Bis gleich. Jo. Dadurch, dass hier sechs Stück liegen, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir vier brauchen, oder? Also zwei Paletten. Zu unserem Hof sollen wir die bringen. Wohin machen wir denn die? Ich tell dir da einfach nicht drauf. Machst du es hier rein? Wenn ihr nicht so viel im Weg stehen würde, ja. Aua. Die sind teuer. Oh. Was denn? War nur die Palette. Oh. Nur die Palette. Sag mal, wir hatten hier die Taufel hingestellt. Was für ein Idiot waren da? Ist auch alles im Weg, ne? Weil ich dachte, hier mit der Taufel habe ich hier alles im Weg gestellt.
hinter dir aufpassen. Super Dache. Wir haben neue Tränke. Sehr können, gut. Können wir endlich unter Arbeitsklamotten reinhängen. Dann müssen wir nochmal telefonieren, oder was? Ja. Ja, dann soll ich dich mitpacken in die Leitung? Ja, bitte. Dann nehme ich dich mit. Ja, der Anton. Ja, der Bernd und der Hannes, hallo. Mach ich mit. Ja, wir haben die Schränke nach Hause geholt. Das ist schön. Ja. Habt ihr so gleich angebaut? Nee, wir haben es mit dem Rücken. Ei Gott. Ja, das kennst du ja, ne? Ja. Beim Auto, ja. Aber wir haben. Wir haben dir einen mitgenommen. Oh, das ist. Naja, bitte. Den können wir dann gleich ins Wohnzimmer hängen. Ja, hängen? Häng. Das scheiß Ding hat 700 Kilo. Ja, es gibt ein bisschen mehr. Muss ein bisschen privat essen. Im Gewächshaus liegt da ein bisschen. Pat, der Frontlader bei dir enttaut, dann kriegen wir das hin. Erstes ja. Obergeschoss. Dann fahrt mal los. War gemeinsam zum Spielplatz im Norden. Dort werdet ihr erwartet. Okay. Alles klar, rein im Multi und los geht die wilde Fahrt. Hannes, ich bin Navigator. Du bist. Oh. Warum muss ich eigentlich mal fahren? Weil du ein guter Fahrer bist. Wir melden uns wieder, danke. Alles klar, bis später. Tschüss. Oh, dann navigier mal, Navigator. Spielplatz im Norden. Heilige Maria. Wie weit im Norden? Ja, fahr mal Richtung Norden. Ich fahr Richtung Norden. Ein Spielplatz. Da hab ich einen Kindergarten gefunden. Der hat ja keinen Spielplatz, der hat ja einen Kindergarten. Bei jedem Kindergarten ist auch ein Spielplatz mit bei. Da hat keine Richtungsangabe. Rechts und dann wieder links. Ein Fußballplatz haben wir, einen Riesenfußballplatz haben wir, dieses Sportgelände mit unserem Parcours haben wir. Nee, ihr steht im Norden, wir fahren einfach mal hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Da oben sind Apfelplantagen oder so. Ah, vielleicht. Ja, es kann sein. Und nu? Ja, immer weiter. Oh, das ist umgefallen. Ja, Weiter, da kommt gleich eine Straße vorne. Mhm. Die fährst du rechts hoch. Mhm. Dann fährst du die Straße so lang weiter, bis ich was anderes sage. Ich fahr. Eine BGA hat auch ein Spielplatz, aber für große Lungen. Ja, aber anders. Anders wild. Wohin? Einfach mal weiter. Also wir müssen einfach ganz weiter vorne, noch ein Stück weiter und noch viel weiter, ne? Wir fahren viel weiter. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter, dann werden wir mal auf der Straße stehen und gucken mal, werfen mal so einen Blick rein in den Wald. Ob da vielleicht ein Spielplatz ist, weil es ist einer der nördlichsten Punkte. Ich glaube nicht, dass hier oben ist nämlich das Denkmal. Nö. Warte mal. Geh den Weg rein. Ja. Wir sind aber zu weit links. Wir müssen links rüber. Da ist ein Häuschen. Oh, da drüben mit irgendwas. Wollen wir rüberlaufen? Nee, wir haben Reform. Los geht die wilde Fahrt. Rüber da. Hui! Hui! Da steht sogar schon einer. Okay. Ja, dann gehen wir später, rechnen wir dann gleich mal, ne? Jo. So, meine lieben Freunde, das wäre es auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Däumchen raus, Abo raus, gerne wieder was in die Kommentare schreiben und auch gerne bei allen anderen vorbeischauen, unten in der Videobeschreibung zu finden. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank für euren Support. Kuss auf die Nuss, Liebe geht raus und tschüss mit Ö, bis zum nächsten Mal.